Der nächste Kandidat bei Starmania Live kommt aus der Steiermark. Manuel Lamp und wird hier von seiner Frau Sarah auf die Bühne begleitet. ...28 Jahre alt, lebt in Fronleiten ein spießiges Leben, wie er selber sagt, mit seiner Frau, seinem zweijährigen Sohn, seinem Hund und vor allem seiner Plattensammlung. Mein Herz schlägt für österreichische Musik, ganz besonders natürlich für einen Austropop. Am meisten gefällt mir an der Musik einfach die Muttersprache, mit der man einfach viel besser seine Gefühle ausdrücken kann. Ich habe schon oft in meinem Leben Englisch gesungen oder auch Künstler aus Deutschland gesungen, aber mein Weg führt immer wieder zurück zur Mundart. Gut so. Manuel ist IT-Projektleiter, hat immer wieder kleinere Auftritte mit einem Partner als Kreiz und Quer. Die beiden machen Musikkabarett, deswegen war seine Musikauswahl naheliegend. Ausgesucht habe ich mir Turnsackl von Bizera und Jaus, weil für mich der Paul Bizera aktuell der Künstler ist in Österreich, der mit der deutschen Sprache am allerbesten umgeht. Hier ist Manuel Lamp, live bei Starmania. Es ist jetzt 4, 5, 6 Wochen her, dass du mich niemand mehr wolltest, weil ich bin da ja viel zu. Ja, was bin ich dazu? Die Scherz wird nicht mehr. Dann steh dazu, du blöde Kuh, spar mir das Geschirr. Du brauchst mehr Zeit für dich, kauf das Soundtour. Dir passt gar nichts mehr, hast dich gewarnt genug. Und jetzt sehe ich dich zum ersten Mal mit ihm auf der Straße. Na, tut mir leid, den Anblick hab ich nicht mehr ablosen. Mädel, pack ich wirklich nicht, was dein Eicher soll. Der Harvey tragt der Turnsack, ich geh da noch in die Schule. Was willst du vor dem Buben? Das ist ein Schwammerl, der Tilo. Mit nasse Haar bringt er's vielleicht auf stolze 50 Kilo. Und ich war auch ein richtig guter Fang. Nur der Waffler, geh bitte schau da nach. Was hat die in seinen Männern gezogen? Und was hat die? Sein Fenster glasbrühen tragen und hat er die wie jeden Himmel gehoben. Und jetzt weiß ich, ich hab mich für die verbogen. Mädel, ich bin wirklich froh, dass du einen eigen hast. Ich war verletzt und deswegen fast von meiner Blast. Ich wünsch dir alles Gute, sieg jetzt nur mehr dein Rücklicht. Und hoff, du wirst bei deinem eigenen Holzfäller glücklich. Und ich hab eher so richtig gut erfahren, weil jeder hat sein Turnsackl zum Traum. Yeah! Manuel Lamp aus der Steiermark mit Turnsackl von Pizera und Jaus. Und jetzt eine Runde Mitleid für Tim Bensko bei dem Text. Ich rutsch mal zu dir, oder? Ja, genau, wunderbar. Aber ich muss sagen, Manuel, ich habe deine Taktik wirklich hier durchschaut. Du willst die Jury austricksen durch totale Verwirrung, denn der Tim hat ja wahrscheinlich wirklich nichts verstanden von dem Text, oder? Überhaupt nichts. Aber im Idealfall ist ja so, dass Musik auch ja, sprachunabhängig jemand berührt. Also schönes Holzfällerhemd übrigens. Danke, danke. Na gut, aber das waren wirklich viele, viele. Eigentlich, das kannst du zurückgeben, oder? Ja, ein bisschen Paterlook muss sein. Aber eigentlich müsstest du dir wirklich noch einmal die Übersetzung, ich weiß nicht, ob es das gibt, wienerisch zum Googlen oder so, durchlesen, weil es hat viel Philosophisches eigentlich, dieses Lied. Da geht es viel auch um Leben zu allen Seiten. Jeder hat sein Turnsackerl, das ist ein Turnbeutel, nehme ich mal an, im Hochdeutschen, ja. Zum Tragen. Sackerl. Manuel, ist das eine Erfahrung, die dir auch bekannt vorkommt? Ein Turnsackerl zum Tragen? Nein, ja. Das habe ich früher maximal vergessen. Ja, also auf jeden Fall mit einem Scherz kommt man sicher einfacher durchs Leben, aber manchmal hat man selber ja das Gefühl, das ist gar kein Turnsackerl, das man tragt, sondern es ist ein verdammter Schrankkoffer, den man mit sich herumschleppt. Humor ist sicherlich eine Sache, mit der man die Leute aufmuntern kann. Hast du noch einen anderen Tipp? Was mich persönlich aufmuntert, sind meine Frau, die mich da die ganze Zeit begleitet hat, und mein Sohn daheim. Elias, servus, ich liebe dich.
Und was mir auch noch immer aufmuntert, ist der Robert, mein Bandkollege von Kreuz und Quer. Robert, die liebe ich auch. Aber auf andere Art und Weise. In freundschaftlicher und tiefer musikalischer Verbundenheit. Diese Verbindung könnte auch funktionieren in Sachen Jury-Vibe. Schauen wir mal, ob das auch so angekommen ist. Wir bitten um die Juryentscheidung. Da ist anscheinend nicht so viel rübergekommen, weil jetzt hier es rot aufleuchtet, Manuel. Und das heißt Stopp. Stopp heißt, dein Weg eigentlich bei Starmania ist jetzt hier vorbei. Das ist natürlich erstmal für uns ein Watschen ins Gesicht. Aber in der letzten, oder aus der letzten Sendung gerade habe ich gelernt, in dem Moment, wo ihr was dazu sagt, kann man das manchmal besser irgendwie, oder für mich ist es irgendwie leichter, das dann zu verstehen. Ja, Tim. Erstmal, mit den Guten fangen wir an. Das Hemd ist super, haben wir schon gesagt. Grundsätzlich deine Ausstrahlung auf der Bühne, die Freude, die du ausstrahlst, Wahnsinn. Und ich mag total, dass du dieses Perkussive in der Stimme hast. Perkussive? Ja, wenn das so nicht so alles so lang gezogen ist, sondern ja fast gerappt sungen ist. Das war so ein bisschen Falco-mäßig gesungen, da stehe ich total drauf. Das heißt, das Timing wäre da jetzt richtig gewesen, Timing oder? Bin ich total okay. Fan. Aber so gesanglich im Vergleich zu allem, was wir bis jetzt schon so gehört haben, hat es für mich nicht gereicht. Ja. Ich durfte ja leider nur 8 weiterlassen und das war für mich nicht genug. Ich würde auch anschließen, Timing richtig, Arabella, 1000 Punkte. Und es hat richtig Spaß gemacht, auch die Story gut erzählt und so, aber die gesanglichen Parts waren dann zu wenig lyrisch für das, was der Song braucht. Also Manuel, ich tue mir natürlich jetzt ein bisschen schwer, dich so von der Bühne zu schicken. Ich kann nur sagen, diese Lebensphilosophie und dieses Gefühl, was man gerade bei einem derartigen Song transportieren muss, ja, wo es ja wirklich um den Inhalt geht und man eigentlich ganz genau zuhört und bei jedem Satz auch sich denkt, meine Güte, das habe ich auch schon erlebt, das auf jeden Fall ist zu 100% angekommen. Ja. Und das ist ja auch etwas, was ein Künstler auf der Bühne vermitteln muss, ja, dass er wirklich weiß, wovon er singt. Und da sehen wir dich auch noch. Manuel, da sehen wir dich auch noch. Einen Satz noch, wenn ich darf. Dank dir. Danke für diese unglaubliche Woche da. Da nehme ich so viel mit. Danke euch alle, danke an euer NORF und das Wahnsinns-Team da. Danke vielmals. Danke dir. Schönen Abend noch. Servus. Danke, Manuel.